Auch mir passieren Fehler. Mein letztes Video habe ich leider aus Versehen gelöscht. Ja, daher jetzt als Wiederholung. So, zweiter Teil vom Unboxing. Und ja, wir sehen gleich, was hier noch drin ist. Und ich kann euch schon versprechen, es wird noch das eine oder sogar das andere Highlight geben. Ihr seht's gleich. So, hallo liebe Freunde des Gepflegtmodellbaus Märklin 800 oder Modell Eisenbahn der 50er Jahre. Heute geht es weiter mit dem Unboxing. Und nun schauen wir mal, was hier sozusagen noch alles dabei ist, was man brauchen kann, was sich hier drin verbirgt. Und nehmen wir mal die größeren Artikel jetzt hier in die Kamera. Oh, das hier ist ein altes Kiepri-Gebäude, was sicherlich ja schon bessere Zeiten hinter sich hatte. Ich hatte es tatsächlich schon mal und ich glaube, da gehört auch genau dieses Dach entsprechend drauf. Eigentlich auch toll, ja, aber müssen wir schauen, gucken wir hier, sind die Nieten sozusagen oder die Klammern gehen auf. Aber wir werden sehen hier auch die Telegrafen auf dem Dach. Nicht so toll. Oh, was hier super ist es, guck mal, das hier ist der Tender für die SLR mit der Klauenkupplung. Ja, und der Vorbesitzer hat hier wohl einen Draht dran gemacht, um die normalen Kupplungen entsprechend anschließen zu können. Ja, also das ist schon mal cool. So, was haben wir hier noch drin? Wir haben noch eine kleine Glocke. Ja, super, ein Tonnendach, seht ihr das? Das ist für den Kran. Das ist natürlich genial, dass es jetzt doch noch aufgetaucht ist. Ein unverglaster VW Käfer mit den Brezelfenstern. Muss ich mal schauen, was das bedeutet. Und hier haben wir noch, ob ihr das sehen könnt, in Beleuchtung mit den Stromkabeln, mit den alten, also relativ alt. Ja, manchmal ist es doch interessant, was sich in solchen Gebäuden noch entsprechend verbirgt. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. So, dann nehmen wir mal hier, das sieht natürlich aus wie eine riesige Karton voller Gleise. Ich versuche die mal sehr, sehr vorsichtig auszunehmen, weil ich weiß, dass noch das eine oder andere wertvolle Teil in dieser Verpackung ist. So, und nun schauen wir mal hier. Das hier ist, guckt euch mal, 344 Bügelkupplung. Jetzt schauen wir mal, was hier drin ist. Also, es steht 344 BK. Beleuchtung ist aber kein 344, sondern ist der 342 Auslandsversion. Sehr, sehr schöner, sehr, sehr schöne, ja. Sehr schöner Zustand, keine Schlieren. Wie ihr seht, also wirklich toll, cooles Teil. Guck mal, ob das die richtige Oberteil zu Unterteil ist. Nee, ist es nicht. Nehmen wir raus, schauen wir mal, aber 344 BK. Gut, werden wir mal schauen, ob vielleicht dann noch der 344er mit dabei ist. So, und jetzt hole ich mal kurz meine Brille, Hardy. Position, wie ich mich hier gerade aufhalte, ist nicht so optimal. Mein Rücken schmerzt schon. Aber nun schauen wir mal. So, hier haben wir noch einen alten Karton ohne Aufdruck, ohne Marke. Hier haben wir was drin. Ah, guckt mal, das hier ist jetzt der 344. Ja, der gehört in den anderen Wagenzustand. Eigentlich auch ganz gut vom Lack her. Also ist sehr, sehr schön, könnte mal sozusagen ein schöner 342er Zug werden. Ja, was ich jetzt bei den Kartons hier allerdings noch nicht sagen kann, ist interessant. Ja, müssen wir mal schauen, was das ist. Interessant ist, guckt euch mal diese Marke an. Also das sind praktisch bis 30. 6.41, 10 Pfennige. Das ist wahrscheinlich ein Preisschild oder so. Da war was davor. Müssen wir mal
gucken, derjenige, der es noch kennt, also ich war damals noch nicht auf der Welt, kann mir das gern entsprechend mal zeigen. So, dann. Oh, das gibt's ja nicht. Guck mal, die lagen einfach nur so leider da drin rum. GN, das sind die alten 405er Figuren, ja, die natürlich nicht maßstabgerecht sind, weil man das damals noch nicht hinbekommen hat. Fehlen leider ein paar, aber ja, trotzdem mit Originalverpackung muss ich sagen, eigentlich richtig cool. So, und jetzt sieht der ein oder andere schon hier was drin, aber da lege ich jetzt noch mal kurz was drauf. Jetzt schauen wir. Hier mal. Ah, okay. Das ist also hier ein alter Trafo. Ja, der 280 Super, den kennt ihr wirklich alle. Aber guckt euch dieses Kabel an. Ja, das ist komplett zerrottet. Das ist super gefährlich, wenn man das anschließt. Deswegen muss ich mal schauen, ob ich einen Elektriker finde, der sich darum kümmern kann, dass es entsprechend wieder zum Leben geweckt wird. Hier haben wir. Das ist genial. Guckt euch mal diesen alten Trafo an. Das ist noch ein Vorkriegstrafo. Ja, das müsste wahrscheinlich sein der 270er sein. Oh, guck mal, 270A ist sogar Bedienungsanleitung entsprechend mit drin. Und Originalverpackung 270. Genial. So, jetzt machen wir mal da den Kartondeckel mit drauf. So, jetzt muss ich eine andere Position einnehmen. Ich sehe leider nicht auf das Display. Ich sehe nicht, was ihr seht. So, aber es sind noch zwei, drei coole Sachen hier drin. Schauen wir mal zunächst hier. Ja, da haben wir den 3461BS. Ja, das ist praktisch, der hat hier diesen alten Schleifer. Entschuldigung, das ist der neuere Schleifer. Und dadurch wird er auch die neuere Beleuchtung drin haben. Da gucken wir gleich mal rein. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt erkennen. Ja, da ist nicht die Lichtschiene drin, sondern es sind einfach die ganz. Nee, ihr könnt es nicht erkennen, ohne das Dach aufzumachen. Ich versuche es kurz. Ihr seht, hier sind also leider nicht die Lichtschiene, sondern diese neuere Kupplung, aber dafür, und das ist natürlich auch nicht schlecht, erste Klasse. Die erste Klasse gab es ja erst später. Ja, und daher, so hier haben wir noch einen 381er. Ja, praktisch, der ganz gut vor den 381 SK passt. Das Dach ist ein bisschen verzogen, aber vom Lack her, muss ich sagen, sehr schöner Zustand. Ja, passt eigentlich, ist toll. Und hier haben wir, oh, guckt euch das an, das ist die Originalverpackung von dem Kran, 464. Wenn ich da jetzt noch den Deckel dazu habe, dann ist es natürlich genial. Und da ist er. Ja, also das ist der Deckel für 464. Das Tonnendach haben wir auch gefunden, spitze. Also da bin ich froh. Hier liegt auch noch ein Männchen mit drin von den 405ern. Hier haben wir noch sozusagen ein paar Weichen. Ja, das sind manuelle Weichen, aber guckt euch diese auch Vorkriegsmodell und ebenfalls hier das ist ein paar Weichen 3600W, das ist die manuelle. So, das lege ich mal auf die Seite, dann haben wir die Kiste sozusagen bald ausgepackt. Und hier haben wir noch mal wie üblich Gleise, ein paar 3600W, also auch die Gleise. So, und nun kommt's. Jetzt bin ich gespannt, wie der Zustand ist. Ich habe noch was. Aha. Genau, guckt euch das mal an. Keiner weiß, diesen Tender leider ein bisschen
sozusagen angerostet. Ja. Diesen Tender gab es nur zusammen mit der SK800. Die Heizer sind drin. Ja, Schleifer mit dem größeren Loch. Ja, eigentlich soweit so gut. Keine Zinkpest. War bei den neueren Modellen aus diesem Jahrgang eigentlich gar nicht mehr so üblich, dass die Zinkpest auftrat. Aber das ist doch mal nochmal eine tolle Lok, oder? Ja, ich finde die SK800 ja super genial, weil die wirklich Spaß macht und toll ist. So, und jetzt habe ich hier eigentlich sozusagen schon alles raus. Außer ein Wagen, und das ist jetzt hier. Ihr seht ihn schon durchblitzen. Ah, da steht nochmal ein Männchen. Wunderbar. Aber das hier ist der Wagen, warum ich eigentlich diese Sammlung gekauft habe. Ja. 349 Pullman. Sehr, sehr schöner Zustand. Guckt euch den Lack an. Ist toll. Das Dach muss ein bisschen gereinigt werden. Aber ansonsten toll. So macht das Spaß. Und so ist es genial. Und jetzt fasse ich hier nochmal kurz gleich zusammen, was alles dabei war. So, und hier haben wir nun also sozusagen die Auslese von heute. Die 405. Personen, Elastalin müsste das sein, 346 1B mit Beleuchtung, erste Klasse, der 349 Pullman, super genial, mit Originalverpackung von 1941, dann haben wir den 344, ja, mit Bügelkupplung und Beleuchtung, das ist auch super cool, hier seht ihr schon die andere Farbe, 342J, K mit der Kupplung. Die Kupplung, wie ihr seht, ist ein bisschen verbogen, aber passt. Kriegt man hin. Die SK800. Ob die lauffähig ist, werden wir sehen, aber normalerweise sind die unverwüstlich. Und den Trafo 270A inklusive Anleitung und ja, Originalverpackung. So, und das jetzt ergänzen wir sozusagen mit den Artikeln, die ich beim letzten Mal ausgepackt habe. 438H, die zwei Blechwagen, 381 Wagen mit Schlussbeleuchtung und Kupplung. Leider, wo ist sie? Eine defekte SK und ein Portalkran 464 inklusive Tonnendach und OVP. Tja, ich würde mal sagen, tja, ärgere ich mich noch darüber, dass die SK kaputt, dass die SLR 800 kaputt ist. Schon, ja. Ich muss jetzt nochmal schauen, wie es in Summe aussieht, ja. Aber, also, ob der Preis eigentlich dann so in Summe noch passt, aber ich würde mal sagen, ja, wird wahrscheinlich schon gehen. Die SLR bekommen wir sicherlich hin. So, das war jetzt der zweite Teil vom Unboxing. Ich denke, beim nächsten Mal schauen wir dann, ob diese Lokomotive fährt, ob die Funktionalitäten und die Funktionen sozusagen der anderen Wagen passen. Und da werdet ihr sie vielleicht auch mal dann auf meinen Gleisen sehen. War schön, dass ihr dabei wart. Passt auf euch auf und immer schön auf den Gleisen bleiben.